Familie Hörli. Wir wohnen im Rösch, das gehört zur Gemeinde Sigriswil. Es ist ein kleiner Wieler. Wir haben ca. 50 Einwohner. Eine klassische Streusiedlung ist im Wald draussen, wo Fuchs und Hasen an gute Nacht sagen. Hier gestartet sind wir als blutjung Giele eigentlich. Mit 17, 18-Jährigen haben wir das Quartett dann per Zufall gegründet. Das ist eigentlich schon dann relativ gut gelaufen. Es hat dann eine Zeit gegeben, wo wir nichts produziert haben. Und dann war es so, dass die erste Formation schon durch das, dass verschiedene Interessen herum waren, hat sich die aufgelöst. Und dann haben wir eine Zeit gehabt, wo wir eigentlich nicht mehr gesungen haben. Und dann hat uns das einfach gefällt. Und dann haben wir eine weitere Formation gegründet, aber ging unter dem Jodlerquartett Männertreu. Und nach 5 Jahren war auch das fertig. Wir sind auch ganz schwierige Typen einfach. Und dann ist die heutige Formation zusammengekommen mit dem Simon Zmos, dem Werner Ebersold, der Hans-Peter Fuss und ich sind seit Anfang dabei. Und das hat uns dann wirklich der Ermo richtig genommen. Und seitdem haben wir verschiedene kleinere Sachen gemacht. Unter anderem auch ein bisschen mit Göllen. Und das hat uns extrem gefreut. Wir waren sehr gerne mit ihm im Tonstudio gewesen, und es hat auch zwischenmenschlich sehr gut gepasst. Als ich ein junger Giel war, hat man sich fast ein bisschen geschämt. Ich bin in der Öffentlichkeit zu sagen, ich tue Jodeln. Und heute hat es fast gekehrt. Es schämt sich ein Junge fast eher, wenn er sagt, ich gehe nicht an ein Schwingfest, ich gehe nicht an ein Jodlerfest, ich gehe nicht an ein Göllenkonzert. Das ist wirklich aus meiner Sicht ganz eine schöne Entwicklung. Und das schreibe ich dem zurück zu den Wurzeln. Und das ist halt ein Stück von unserer Volkstradition hier in der Schweiz. Ja. Es ist halt ein bisschen Ehrensache, dass man die Tracht exakt anhat. Einerseits gehört der Knopf, der Hundsbündel, sagen wir dem im Volksmund. Der gehört dazu. Der muss schön in der Mitte sein und schön satt angedrückt sein. Und dann ist halt das Hemmli, wo ganz wichtig ist, dass es schön glitzt ist. Und einen gewissen Abstand von der Ärmel fort vom Mutz. Und dann ist es halt einfach gäbig, wie meine Frau, Barbara, das schön tut. Vorbereiten. Bevor sie zum Haus ausgeht, schaut sie noch heute drüber. Und dann weiss ich genau, jetzt bin ich exakt angelegt. Von Beruf bin ich Landwirt. Seit der Klein auf. Ich bin auf einem elterlichen Betrieb aufgewachsen. Und es war eigentlich schon früh klar, dass ich das Bauer auch lehre. Und heute tue ich zusammen mit meiner Familie den Betrieb bewirtschaften, den Bergbauernbetrieb. Und einen klassischen Familienbetrieb. Also das heisst, alle müssen mithelfen, wenn sie irgendwie frei haben. Und wir haben sehr viel stottiges Land, wir müssen noch recht viel von Hang machen. Und halt mit der Natur zusammen arbeiten. Wir haben auch viele Rindviecher. Und das ist der Tag recht ausgefüllt. Wir haben verschiedene Sachen gemacht, aber alles andere habe ich eigentlich an Nagel geheicht. Aber zu singen und zu musizieren, das wollte ich beibehalten. Das ist mir ganz wichtig und gibt ganz klaren Ausgleich. Hier war es wirklich spannend, auch mit Göllen, wo wir im Tonstudio waren, hat er uns angehört, so wie wir es eingeübt haben. Zum Teil hat er gesagt, das ist gut, und zu anderen Sachen hat er gesagt, das müsst ihr ganz anders machen. Und dort sind wir recht flexibel. Aber er kann es auf eine Art sagen, die jetzt für uns sehr angenehm ist durchgekommen. Das ist einfach das Direkte, das Unkomplizierte. Ich würde sagen, schwarz oder weiß, das ist sehr angenehm. Fuck me, hey.